Leute, heute mal eine etwas kürzere Folge, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, und zwar schon vor der Begrüßung, die ich eigentlich schon längst hätte machen sollen. Also, würde ich sagen, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Mafia 2, wir nehmen mal den Revolver, so wie wir es machen sollten. Und ja, da es schon relativ spät ist, heute mal eine Folge, die allerhöchstens 15 Minuten lang wird. Moment, docken. Ja, wir haben es ja das letzte Mal schon mal versucht, hat leider nicht so ganz geklappt. Dieser Versuch könnte besser werden. Kuh, sagst du? Meinetwegen. Bada boom, du bist tot. Und tschüss. So, Munition. Brauchen wir nicht. Gut. Der hat uns das letzte Mal Probleme bereitet. Vielleicht sollten wir ihn einfach in Ruhe lassen. Wobei, warte mal, wir waren noch hier schon weiter und eigentlich. Ne, wir sind irgendwo weiter unten gestorben, glaube ich. Na ja, komm, wir schubsen den. Tschüss! Wobei, der könnte uns gleich von hinten angreifen, da habe ich keinen Bock drauf. Macht er nicht so seine Tour irgendwie? Ist er nicht das letzte Mal irgendwie weitergelaufen? Wenn wir in die Schießerei geraten, haben wir eh verkackt. Von daher. Einmal kurz gucken. Wir haben einen Revolver. Wow, hör auf. Ja, siehst du, jetzt, wenn wir da sind, geht er weiter. Mit der Waffe in der Hand, ne? Ja gut, macht Sinn, aber... Joe, verpiss dich, du bist auffällig. Hört er das? Nein, hört er nicht, oder? Kann ich ihn bitte leise ausschalten? Wieso kann ich ihn nicht leise ausschalten? Unfair. Der hat auch nur den scheiß Revolver. Wieso haben wir denn nur diesen doofen Revolver? Können die sich mal bessere Waffen leisten? Das müssten doch jetzt eigentlich alle anderen gehört haben, in Alarmbereitschaft sein und uns jetzt töten wollen. So ist es aber scheinbar nicht. Na, Joe? Joe ist auch so ein Vollidiot. Wow, Joe steckt erstmal voll viele Kugeln ein, trifft nix, müssen wir das wieder richten. Scheiß drauf, ich bin weg. Du bist weg? Lass mich leben, bitte. Tut mir leid, aber Joe hat dich gerade getötet. Ja, danke Joe. Warum auch immer du das jetzt machen musstest. Er hat gesagt, dass er da raus will, dass er nichts macht. Bitte lass mich leben, aber nein, für Joe heißt das bitte töte mich. So, wo ist denn der Typ? Ich schaue ihn an. Der sollte hier irgendwo hinter der Ecke stehen. Auf der Map sieht man es so einigermaßen. Oh. Joe trifft mal was. Abwechslung. Gerade vorhin, also was ist vorhin? Bevor ich die Aufnahme eben gestartet habe, habe ich eben gerade gesehen, meine Zielgenauigkeit liegt bei 22%. Das geht natürlich besser. Ja, genau. Ganz bestimmt. Okay, da kann ich nicht durchzielen, auch nicht schlecht. Na komm, Joe, regel das mal. Joe, du kannst eigentlich auch mal was tun für dein Geld. Wow. Na komm, Joe. Okay, da ist einer, aber hinter uns auch. Wo kam der her? Ist aber immerhin der Einzige. Komm raus. Wir nehmen wieder den blöden Revolver, weil wir haben nicht allzu viel Munition und ich weiß nicht, wann wir neue kriegen. Der hat sich eben bewegt. Da ist er. Okay, weiter geht's. Wir haben überlebt. Hatten die andere Waffen? Auch nicht. Du zuerst, ich gebe dir Deckung. Ja, als ob. Keiner.
Okay, wenn er hier speichert, dann ist hier irgendwo jemand. Du gibst mir Deckung, ne? Aha, danke Joe. Wie definiert Joe den Begriff, ich gebe dir Deckung? Ich bleib oben und mache nichts. Sehr schön, danke Joe. Wo zum Teufel bist du hin? Hey Jungs, Bab! Joe ist so ein Vollidiot. Warum macht Joe nichts? Neue Waffe. Wo bleibt Joe? Ohne Witz, ich hab keine Ahnung, was der hier will. Aber er will auf jeden Fall sterben, scheinbar. Sonst würde er sich nicht mitten in meine Schussbahn stellen. Oh, ein Stockwerk ohne jemanden. Dritter Stock, scheinbar. Das hieß es dann vorhin. Wie gefällt dir das? Wow. Nicht gut. Na los! Wo ist der? Hat er hier auf mich geschossen? Hä? Wie bitte? Behindert oder so? Das muss man, glaube ich, nicht verstehen, ne? Na gut. Wo zum Teufel bist du hin? Alter, ein Schuss und ich habe direkt weit über die Hälfte meiner HP verloren. Ja, jetzt wie gefällt dir das? Nicht gut, immer noch nicht. Na los! Jetzt haut er ab. Feuern wir erstmal ein bisschen rein, damit die sich vielleicht verpissen, aber die zielen immer noch voll auf diesen Eingang hier. Ah ja, bitte, danke komm Joe. Hier sollte es rausgehen. Bist du wie behindert? Alter, ohne Witz, dieser Junge ist so behindert. Ah, jetzt sagt er mir, wo ich hingehen soll, ne? Nachdem ich die ganze Zeit vorgelaufen bin und er sich da mal ein bisschen Auszeit gegönnt hat. Ja klar, wo hat denn der eine Shotgun her? Autsch. Autsch. Was ist ein Noob, der trifft dich aus der Distanz. Dieser Ficker! Boah, das ist doch nicht normal. Nehmen wir die Knarre, damit geht das vielleicht alles ein bisschen schneller. Wo zum Teufel bist du hin? Ich erlöse dich von deinem Leid. Okay, jetzt nehmen wir die Magnum raus. Vielleicht ist die ein bisschen besser. Gott. Immer diese Leute, die einen Tod sehen wollen. Ich verstehe sowas nicht. Wie gefällt dir das? Immer noch. Nicht gut, Alter. Na los. Na. Hä, was lag da? Ah, ein Heft. Dito, komm her. Hier sollte es rausgehen. Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. So, hier mal ein bisschen aufräumen. Gibt's ja gar nicht. Hä? Hä? Was ist mit dir los? Joe behindert? Okay, jetzt sieht man auch nichts durch. Ich muss hier durch. Na komm, komm doch her, der kommt gleich wieder, oder? Kommt der gleich wieder?
Wow. Okay, immerhin, der zieht sich zurück. Das ist schon mal gut. Wie trifft er mich? Na komm. Beweg deinen Kopf, du Penner. Okay, wie soll man den Kopf treffen? Ah ja, so trifft man den Kopf. Drei Gegner noch. Oh fuck, der ist zu weit für eine. Alter, ist das immer noch der gleiche wie vorhin? Und ich treffe ihn einfach nicht, oder? Okay, gut, wir versuchen es jetzt auch nicht mehr. Wir verballern nur unsere Muni. Na also. Aha, Joe, wohin geht's? Wo lang? Ja, komm raus. Okay, Waffe holen, Waffe holen. Und der letzte Gegner kommt. Tot. Huiuiuiui. Ach, der hat so eine Hyperwaffe. So, hab ich da schon volle Munition für, oder was? Na, nachladen, dann geht das. Generell sollte ich vielleicht mal alle Waffen nachladen. So, das ist alles nachgeladen. Ja, gut, dann. Die Frage, wo es weitergeht, ne? Oh, Granaten. Nehme ich. Ah ja, weiter runter. Das sieht immer gut aus, aber vielleicht nehmen wir dafür mal die Shotgun. Joe, was sagst du? Joe hält sich im Hintergrund, das heißt, da sind bestimmt gleich Gegner. Oh. Oh. Aber nicht nur ein paar. Ja, die kriegen wir aber auch ganz einfach. Weil die alle nichts drauf haben. Außer uns natürlich. Die Frage ist, ob die auch irgendwie zu uns hochkommen oder ob die auf ihrer Position bleiben. Ja, das war's schon mal. Zumindest der erste Teil. Aber da kommen immer noch Kugeln rein. Von wo? Hä, von wo schießen die? Irgendwie dumm. Ich schätze mal, hier geht's weiter. Oh. Ja, das war fail geplant von euch, Jungs. Wow! Noch drei Leute. Oh fuck, aber der Pfeiler gibt nach. Ich sollte mich beeilen. Oh, da gleich nichts mehr von übrig ist. Ah, lass mich am Leben. Ujo.
Dann wurde es zum Ende hin sogar noch mal ein bisschen knapp. Beweg deinen Arsch hier rüber, Vito. Ach, Joe hat Small, du hast gar nichts gemacht, ja. Jetzt auch noch hier einen auf Macker machen, so, ja, folg mir, komm raus hier, los. Ich weiß, wo es lang geht. Hier ist der Haupteingang. Wow. Was ist denn für ein Gebäude? Wird das gebaut oder ist das irgendwie, wird das abgerissen, wird es renoviert? Vito, die haben mich fertig gemacht. Ja, hast du verdient. Ich glaube, ich brauche einen Arzt. Okay, ich bring dich zu El Greco. Okay, mach ich. Aber erst das nächste Mal. Bis dahin, ciao.